Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum Stadiontest der Veltins Arena vom FC Schalke 04. Mitten im Ruhrgebiet liegt eine der beeindruckendsten Multifunktionsarenen Europas und bietet Platz für 62.271 Zuschauer. Hier gibt es 16.309 Stehplätze. Insgesamt ist das hier das zweitgrößte Stadion der zweiten Bundesliga. Im Jahr 2001 wurde hier das Stadion eröffnet mit einem rausfahrbaren Rasen, einem zu öffnenden Dach und übrigens auch noch einem großen Videowürfel. Also wir bekommen hier auf jeden Fall einiges zu sehen. Und logischerweise ist es auch für mich ein besonderer Test, weil ich natürlich schon etliche Male hier war. Ich weiß gar nicht genau, wie oft ich schon hier war. Aber trotzdem möchte ich heute mal auch durchaus kritisch mir alles anschauen. Sowohl die Atmosphäre, das Essen, An- und Abreise, wie das bei uns auf Schalke alles so funktioniert und euch eben auch zeigen. Also, los geht's mit dem Stadiontest der Veltins Arena von Schalke 04. Blicken wir zuallererst natürlich auf das Thema Anreise und Parken, was bei jedem Stadionbesuch wichtig ist. Und hier liegt die Arena auf dem Berger Feld. Das ist im Stadtteil Erle und der geografischen Mitte von Gelsenkirchen. Hier auf dem Gelände ist auch Schalkes Geschäftsstelle. Auch die Jugend hat hier ihren Platz gefunden. Generell gibt es aber auch hier noch weitere interessante Dinge wie ein eigenes Hotel, ein Krankenhaus. Es gibt hier auch ein Schwimmbad, mehrere Restaurants und natürlich auch einige Trainingsplätze. Ihr seht schon hinter mir zahlreiche Parkmöglichkeiten, denn Parken ist auch hier direkt am Stadion möglich. Das kostet 5 Euro. Hinter mir seht auch schon Kassenautomaten, da könnt ihr das in bar bezahlen. Das geht aber auch ganz einfach online, würde ich auch jedem empfehlen, denn nach den Spielen sind oftmals auch lange Schlangen an den Kassenautomaten. Also macht es direkt online. 2 Stunden vor Anpfiff ist es noch kostenlos. Wenn ihr innerhalb der 2 Stunden hier seid, wird euer Auto gefilmt und dann müsst ihr auf jeden Fall die 5 Euro bezahlen. Und was ich euch auch versprechen kann für jeden Autofahrer, ihr findet hier auf jeden Fall einen Parkplatz. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Insgesamt stehen hier 14.000 Parkflächen zur Verfügung. Für die Gästefans unter euch steht entweder der Parkplatz E1 zur Verfügung oder mit dem Fanbus die Parkfläche Gelsenwasser. Also auch das ist hier wirklich gut gelöst. Aber jeder Parkplatz hat irgendwo auch seine Nachteile und die gibt es auch hier auf Schalke. Denn vor allem bei der An-, aber erst recht bei der Abreise, hat man hier schon mit viel Stau zu kämpfen. Also Geduld und Zeit solltet ihr auf jeden Fall mitbringen. Wer nicht mit dem Auto anreist, auch der ÖPNV ist im Stadionticket mit enthalten. Am Stadion selber gibt es auch direkt eine Straßenbahnstation. Von dort seid ihr innerhalb von 15 Minuten auch dann am Hauptbahnhof. Was ich generell gut finde, von Schalke selber gibt es auf jeden Fall viele Informationen, sprich vom Verein habt ihr auf jeden Fall seriöse Infos, wie das hier mit dem Park, mit der Anreise läuft und hier findet auf jeden Fall jeder was. Somit haben wir das schon mal abgehakt beim Thema Anreisen und Parken und jetzt gehen wir mal auf Richtung Veltins Arena. Und genau so sehen eben auch dann die Kassenautomaten aus, mit dem QR-Code könnt ihr aber eben auch dann ganz einfach online zahlen. Und da ist eben auch dann der Gästeparkplatz. Und da sind wir, vorm Stadion angekommen, hier auf dem großen Vorplatz. Und die Arena hat ja einige Besonderheiten. Über eine können wir auch von hier ganz gut sprechen. Denn da oben sehen wir, das Dach ist heute offen, denn es ist rausfahrbar. Also das Dach über dem Spielfeld kann geöffnet werden. Das passiert allerdings nicht während eines Spiels. Das wird dann immer gute 90 Minuten vor Anpfiff vom Schiri entschieden. Aber macht es natürlich dadurch auch möglich, dass eben auch andere Events hier in der Arena stattfinden können. Denn bedingt dadurch, dass man eben das Dach auf- und zumachen kann, der Rasen nach jedem Spiel rausgefahren wird, ist es eben auch gut möglich, dass andere Events hier stattfinden. Da gibt es natürlich zum einen im Winter immer das Biathlon-Event. Wir haben natürlich aber auch im Sommer einige Konzerte. Auch die Eishockey-WM 2010 war hier bei uns in der Arena. Genau das ist eben der Vorteil von einer solchen Multifunktionsarena. Ist vielleicht nicht wunderschön von außen, da bin ich durchaus bei jedem dabei, der das sagt. Aber es ermöglicht Schalke eben vieles. Es ist eben auch dann das Meisterwerk von Rudi Assauer, denn seine Idee war damals eben genau ein solches Stadion zu bauen, was für mehrere Zwecke geeignet ist und garantiert natürlich Schalke damit auch wichtige Einnahmen. Hier auf Schalke hast du auch vor den Eingängen sogar direkt die Möglichkeit, Essen und Trinken dir zu holen. Auch hier direkt vom Aussichtseingang. Das ist auf jeden Fall hier echt cool gemacht. Generell ist es hier schön und das finde ich auch bei anderen Stadien immer sehr angenehm, dass du sehr viel Platz rumherum hast. Also das hier ist auch im Berger Feld schon echt super gelöst. Du hast hier echt viel Platz, um dich zu bewegen. Auch nochmal gleich auf dem Arena-Ring selber. Und hier sieht man nämlich nochmal ganz gut, was es hier alles gibt. Wir haben hier direkt die A2, die am Stadion liegt. Hier haben wir die ganzen Parkflächen, wo ich geparkt habe. Da ist eben das Schwimmbad. Stimmt, Gesamtschule Berger Feld, wo unter anderem Draxler, Neuer, Özil waren, gibt es natürlich auch noch. Und hier eben dann die ganzen Trainingsplätze mit dem alten Parkstadion. Jetzt sind wir hier am Eingang Nord. Hier ist dann Schalkes berühmte Nordkurve mit gut, ich glaube, 15.000, 16.000 Stehplätzen.
Und auch hier wieder schön Bierstände, Bratwurststände. Top. Hier sehen wir jetzt auch das Hotel, wo man sich hier mal für gutes Geld einmieten kann. Dahinter ist auch der Medikos. Und da sieht man auch den alten Flutlichtmasten vom Parkstadion. Aufgrund oder durch Fans besser gesagt, wieder restauriert worden. Hier gibt es übrigens auch noch ein großes Parkhaus, was vor einigen Jahren erbaut wurde. Hier sind auch dann die Trainingsplätze. Ganz da hinten ist die Schalker Geschäftsstelle. Und genau hier ist Schalkes Profitrakt. Also hier parken dann auch immer die Profis. Ich denke mal, heute stehen auch einige Autos da, mit denen sie dann wieder nach dem Spiel zurückfahren werden. Und da ist eben dann der Eingang. Da gehen Terodde und Co. jeden Morgen rein, wenn es zum Training geht. Von hier auch nochmal eine traumhafte Sicht auf die Felddienstarena. Da ist dann auch in dem Glaskasten der VIP-Eingang. Da gehen dann noch die Schalker Spieler durch vor jedem Spiel. Und es füllt sich so langsam. Auch da wieder vorne Bierwagen, Bratwurststände. Das ist schon cool. Denn wie gesagt, dass man eben hier so viel Platz hat zum Rumlaufen, um eben auch nochmal vorm Spiel ein bisschen herumzuschlendern, finde ich, ist auf jeden Fall echt cool. Eine weitere Besonderheit hier auf Schalke haben wir mit der 1000-Freunde-Mauer. Auch die wurde damals gemeinsam mit der Arena hier errichtet. Die liegt hier zwischen den Eingängen bei der Westtribüne und wurde 2002 eingeweiht. Das war eben so gedacht, dass Fans sich mit einer Inschrift hier verewigen konnten. Das war sozusagen dann ein zinsloses Darlehen an den Verein. Und der Verein wiederum hat dafür eben dann Wertgutscheine den Fans gegeben. Und das hat man auch dann innerhalb von 10 Jahren sozusagen hinbekommen. Zudem gibt es hier auch mittlerweile eine Gedenktafel für die in der NS-Zeit verfolgten und auch ermordeten jüdischen Vereinsmitglieder. Und hier vor der Westtribüne ist auch dann sozusagen der Stadionvorplatz und genau von da kommt ihr auch per Straßenbahn und ÖPNV. Jetzt sind wir reingegangen durch die Sicherheitskontrollen und das war hier auf jeden Fall durchaus unproblematisch, ging sehr flott, hat auf jeden Fall 2 Stunden vor Anpfiff sehr gut funktioniert. Wir haben ja schon über einige Besonderheiten hier auf Schalke gesprochen. Die nächste ist ja der rausfahrbare Rasen. Gerade sehen wir nicht, weil wir natürlich gleich auf dem Platz brauchen, aber hier wird der dann über die Woche hinweg sozusagen gelagert und ausgeruht. Er ist dann hier rausgefahren zur Regeneration. Das dauert ungefähr 3,5 bis 4 Stunden, dieser gesamte Prozess. Im Stadion selber liegt dann der Rasen wie in einer solchen Wanne und auch deswegen ist die Südkurve freischwebend auf Schalke. Und jedes Mal kostet dieser Prozess dem Verein 10.000 Euro, also alles zur vernünftigen Regeneration vom Rasen. Und das passiert dann eben genau hier. Das ist schon ein Projekt, was man sich damals so überlegt hat. Aber natürlich ist es eben auch beeindruckend. Real Madrid zum Beispiel macht das ja mittlerweile auch. Also es haben sich tatsächlich auch viele neue Stadien hier an Schalke orientiert. Mit öffnenden Dach, zufahrbaren Dach, mit rausfahrenden Rasen. Das ähnelt mittlerweile eben dann auch schon international großen Arenen. Und genau das ist eben dann die Südtribüne, die frei schwebend ist. Die kann übrigens auch teilweise bis zu 16 Metern unter den Oberrang geschoben werden. Und damit haben wir dann nochmal bei zum Beispiel Konzerten Platz für 5000 Innenraumstehplätze mehr. Also hier wurde sich auf jeden Fall schon viel überlegt und viele Gedanken gemacht, was am sinnvollsten für eben auch dann verschiedene Veranstaltungen ist. Ich habe euch ja schon einige Besonderheiten erzählt, eine gibt es aber dann doch noch. Denn neben dem Olympiastadion Berlin und dem Deutsche Bank Park in Frankfurt ist die Felddienst Arena das einzige mit den beiden anderen Stadien in Deutschland, wo es auch eine Kapelle gibt. Also da kann man heiraten, da kann man seine Kinder taufen lassen. Wer es möchte, kann es machen. Jetzt geht es dann auch mal auf Richtung unserem Block. Ich sitze hier im Block M und da kostet ein Ticket 52 Euro. Ich habe ja normalerweise eine Dauerkarte, habe es aber logischerweise mal für euch runtergerechnet. Das ist eben dann hier der Tageskartenpreis. Block M liegt in der Nähe von der Nordkurve. Da sind auch sozusagen mit die teuersten normalen Sitzplatztickets. Das günstigste Sitzplatzticket ist im Oberrang in der Ecke und kostet 26 Euro. Ein Stehplatzticket hier in der Nordkurve kostet 15,50 Euro. Als Nichtmitglied kommt man hier nicht ganz so gut an Karten, denn die Karten sind meistens im Mitgliedervorverkauf schon weg. Über die Ticketbörse hat man aber oftmals noch mal eine Chance, also da muss man kurzfristig auf der Hut sein. Aber nahezu immer ist eben Schalke Stadion schon frühzeitig ausverkauft. Und jetzt sind wir einmal rum, bei unserem Block angekommen. Und auch hier hat man eben dann direkt vor der Tür draußen noch mehrere Stände mit XXL-Bratwurst, Pommes, Getränke, Brezel. Hier hat man schon wirklich eine breite Auswahl. Jetzt sind wir hier also im Inneren vom Stadion angekommen. Designmäßig kann man auch da sicherlich drüber streiten, wie einem das gefällt. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Jetzt haben wir hier auch direkt die Kioske. Da gibt es einige von. Es gibt auch zwischendurch dann einen Fanshop. Und hier gibt es dann immer unterteilt Getränke und Speisen. Also ihr müsst euch auch dann genau da anstellen, wo ihr hin wollt.
ihr bekommt eben dann jeweils das, was da steht und nicht bei beiden Anstellungen sozusagen beides. Also Essen, Trinken ist hier unterteilt. Generell beim Thema Essen ist natürlich wichtig zu wissen, dass man hier ohne Bargeld bezahlt, entweder mit Bankkarte oder mit Schalkes Fankarte. Beides ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten müsst ihr hier, das kann ich euch jetzt schon sagen, vor dem Spiel und in der Halbzeitpause mit langen Schlangen rechnen. Das zieht sich hier manchmal echt teilweise hin. Generell gibt es aber hier wirklich eine unglaublich große Auswahl, sehr viele Möglichkeiten, sowohl drin als auch draußen. Denn an Essen haben wir hier auf Schalke Bratwurst, Krakauer, Bockwurst, Currywurst, Frikadelle, Curryfrikadelle, Fischfrikadelle, es gibt Leberkäse, Schnitzel, Nuggets, Erbsensuppe, Pizza, mehrere Sorten, Pommes und natürlich dann auch noch, da setzt sich Schalke sehr für ein, sehr viele vegetarische und vegane Speisen, für den das auf jeden Fall dann wichtig ist. Und auch getränkemäßig passt hier die Auswahl auf jeden Fall. Es gibt natürlich das Stadionbier, das Pilz, es gibt Radler, Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta, Mezzomix, Wasser, Apfelschorle, in den Wintermonaten auch Glühwein, zudem natürlich auch dann Kinderpunsch plus auch immer Kaffee und Kakao. Und ich würde mal sagen, gute eineinviertel Stunde vor Anpfiff, keine langen Schlangen. Also Randa! Bierchen, für jeden Fußballfan natürlich ein wichtiges Thema, darf somit auch nicht im Stadion-Test fehlen. Kostet hier auf Schalke 5,10 Euro der halbe Liter von Veltins. Brauerei aus dem Sauerland, wo ich herkomme. Also auf jeden Fall nicht verkehrt, das hier auf Schalke zu haben. Langjähriger Sponsor, mittlerweile auch drauf auf den Trikots, wie vor einigen Jahren schon mal. Und das gibt es also hier zu trinken. Kostet wie gesagt 5,10 Euro, ist preislich sicherlich okay. Es gibt teurere Biere in Liga 1 und Liga 2. Ist durchschnittlich, aber natürlich generell schon teuer. Kann man machen, schmeckt immer wieder gut hier auf Schalke, aber es gibt auch durchaus bessere. Was darf natürlich beim Stadionbesuch nicht fehlen? Eine Stadionwurst. Und wir haben hier auf Schalke eine Bratwurst für 3,30 Euro. Ist sogar im Vergleich zu vielen anderen Stadien deutlich kostengünstiger. Wurst ist top, hat hier auf Schalke ein bisschen Kümmel drin, muss man durchaus wollen. Ich mag es aber, das Brötchen macht die ganze Geschichte ein bisschen kaputt. Aber für 3,30 Euro echt ein fairer Preis und schmeckt. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, auf den Bechern ist 2 Euro Pfand drauf. Und jetzt geht es also hier rein in unseren Block, in Block M. Attacke! Und hier sind wir wieder auf Schalke Stadion. Noch gut leer, vor 50 Minuten vor Anpfiff, Nordkurve aber auch schon gut voll. Was hier auf Schalke auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist eine schöne Currywurst. Kostet 3,90 Euro und hat Jalapenos mit dabei und das macht die echt richtig, richtig gut. Also jeder, der mal hier ist, probiert diese Currywurst. Ist das gute Ding. Die ist echt geil, aber deutlich geiler als die Bratwurst. So viel also zum Essen und Trinken und von drinnen sieht man eben auch nochmal ganz gut das Dach, was heute geöffnet ist. Da hinten haben wir die Südkurve, wo eben auch dann immer der Rasen rausgefahren wird und dann ist da eben auch in der Ecke der Auswärtsblock. Von innen gefällt mir unser Arena auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich besser als von außen. Ich finde, da ist es schon echt ein Schmuckstück. Natürlich hast du hier auch gewisse Wettervorteile durchs Dach, dass es drin auch einfach auf dem Platz und sowas extrem sauber ist. Und da liegen logischerweise auch nochmal weitere Vorteile. Und hier haben wir eben auch dann den sehr, sehr großen und sehr guten Videowürfel. Und auch von meinem Platz natürlich eine optimale Sicht auf das Feld, auf die Nordkurve. Und jetzt geht es auch langsam los mit dem Spiel. Stop.
Und Attacke. Es ist Pause und genau so sieht es also in der Pause aus. Wenn man früh ist, dann gehen die Schlangen sogar noch, aber gleich wird sie auch dann deutlich voller sein. Generell auf jeden Fall auch nochmal zur Stimmung hier auf Schalke. Klar, beurteile ich die vielleicht nochmal anders als neutrale Fans oder auswärtige Fans, aber vor allem hier auf Schalke ist wirklich eine sehr besondere Atmosphäre. Es gibt Spiele, wo sie mal krasser ist als in anderen. Heute ist sie aber auch wirklich, wirklich gut. Und eben die Nordkurve ist vielleicht nicht die größte Stehplatztribüne, die es in Deutschland so gibt, aber dafür machen eben auch alle mit. Und das, finde ich, ist echt immer hier imposant. Also Stimmung wirklich top. Und dann geht es gleich auch langsam weiter mit Halbzeit 2. Und genau das meinte ich auch vor dem Spiel mit dem vielen Platz um die Arena. Hier in der Pause ist gerade draußen extrem viel los, bei dem Wetter natürlich auch logisch, weil man sich hier echt gut und frei bewegen kann. Und jetzt geht's wieder rein. Das ist ein schlechtes Omen, wenn man das jetzt mal... Attacke! Okay. Komplett frei! Wie kann man so bescheuert sein? Feierabend auf Schalke, hat echt Spaß gemacht, euch mal auch unser Stadion hier im Stadion-Test zu zeigen. Und jetzt gibt es natürlich auch hier nochmal ein kleines Fazit.
Kommen wir also zum Fazit meines Stadiontests beim FC Schalke 04. Wie immer haben wir natürlich die drei gewohnten Kategorien mit dabei. Einmal das Parken oder anders gesagt die Anreise, das Essen und vor allem auch die Atmosphäre. Die Atmosphäre wiederum, die ja vor allem auch das Wichtigste, wenn halt die Stimmung, wird hier auch doppelt gerankt. Starten wir somit mit dem Thema Parken und dort gibt es von mir für Schalke oder besser gesagt für die Fenix Arena eine 7 von 10. Denn zum einen gibt es erstmal gute Informationen vom Verein, was ich persönlich immer wichtig finde. Und hier findet auch wirklich jeder einen Parkplatz. Zudem auch noch für einen fairen Preis und auch die ÖPNV-Anbindung ist auf jeden Fall top. Klar ist, bei beiden ÖPNV und PKW braucht man auf jeden Fall Geduld und Zeit, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Es ist aber auch deutlich besser geworden als noch in der Vergangenheit auf Schalke. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich gelöst für die Größe von diesem Stadion. Interessant ist auch immer natürlich das Thema Essen und Trinken und da gibt es für mich sogar die Note 8 von 10. Denn auf Schalke gibt es zum einen eine sehr, sehr gute Auswahl, also wer da nichts findet, dem kann man auch wirklich nicht so richtig helfen, wenn man ein Stadion besuchen will. Und es gibt eben auch geschmacklich wirklich richtig gute Sachen und ein paar, die so naja sind, aber im Großen und Ganzen ist das schon echt top. Wir haben zwar lange Schlangen in der Halbzeit und teilweise auch vor dem Spiel, das ist aber halt in vielen Stadien so und deswegen muss man eben auch das auch in meinem Verhältnis setzen und hier ist auf jeden Fall vor allem die Auswahl extrem gut und der Geschmack eben auch. Und was auf Schalke immer wieder besonders ist, ist die Atmosphäre, wobei jetzt auch nicht nur die Stimmung mit einfließen wird und ich persönlich mag das Ambiente generell rund ums Stadion, im Stadion sehr. Gut, ich bin auch Schalker, vielleicht bin ich doch teilweise befangen. Denn ich muss auch sagen, dass ich verstehen kann, wenn Leute sagen, dass sie das Dach zum Beispiel stört oder dass sie es mögen, wenn der Himmel offen ist und man dort auf jeden Fall mehr von draußen spüren kann. Aber ich mag es halt. Aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn man es vielleicht nicht so sehr mag. Das Aussehen finde ich auch dadurch von außen okay. Da gibt es schönere Stadien in Deutschland, von innen aber wiederum top. Und die Stimmung ist natürlich hier auf Schalke immer wieder was Besonderes. Klar, während der Saison war die zum Beispiel gegen St. Pauli atemberaubend und in anderen Heimspielen dann vielleicht noch nicht ganz so top wie dort zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch klar, dass Schalke generell als Verein aktuell schwere Zeiten durchmacht, dass in jedem Stadion die Stimmung mal besser ist, mal ein Ticken schlechter ist. Auch das ist ja vollkommen normal. Aber hier auf Schalke gibt es dann im Gesamtpaket von mir hierfür eine 7 von 10, somit dann hier für die Atmosphäre. Wenn wir dann mal die drei Noten, also 7, 8 und nochmal 7 zusammenrechnen, aber auch währenddessen eben die Atmosphäre doppelt ranken, kommen wir hier auf eine, oder doppelt gewichten besser gesagt, kommen wir hier auf eine Gesamtnote von 7,25. Damit landet Schalke hier in meinem Stadion-Test-Ranking dann auch insgesamt auf Tabellenplatz 3 und ich denke mal, dass das auch ganz gut die Arena als solche widerspiegeln kann. Und jetzt interessiert mich natürlich aber auch noch sehr eure Meinung dazu. Ich kenne die Fenix Arena sehr, sehr gut mittlerweile, bin alle zwei Wochen dort als Zuschauer mit dabei, als natürlich auch dann Fan von Schalke. Deswegen interessiert mich umso mehr auch eure, vielleicht auch neutralere Meinung zum Stadion, was ihr dazu denkt und auch generell von meinem Stadion-Test so haltet. Ansonsten, wie immer, Grüße an alle Fans, in diesem Falle vom FC Schalke 04. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.